raufen, die Haare raufen, hörte, dass am Horizont wieder ein Aussterben war, dass auch die letzten drei Stunden sinnlos waren. Eine ganze Landschaft redet sich ein, stumm zu sein. Subjektivität fließt in Adern ab, sucht, wie vom Schlaf getrocknetes Haar, eine Erinnerung an Schnee zu sein. How important has it become for the scene, this kind of melting pot museum? The museum in Cologne, the Comics and Caricature Museum, which was established in 2007, is actually kind of a stamp of recognition from the authorities, in a way, accepting and admitting that there is a comic scene. Zastřená okna k minulosti a u promoklých zdí nánosy snů. Nur noch die Tauben wohnen hier mit mir in dem Haus, das alle verlassen haben, das auch ich langsam verlasse. Jetzt kann man durch die Eingeweide der Wohnungen spazieren und auf den Möbeln die Spuren der ehemaligen Nachbarn verfolgen. Morgens drehte ich hinaus auf die Pavlatsche zwischen Kieselsteine und Taubenkot. So ist mein Leben. Die Fenster zur Vergangenheit blind und an den feuchten Mauern Ablagerungen von Träumen. Sie arbeiten jetzt nur ein bisschen Teil von der Sprache her, meine ich jetzt nicht von Inhalten. Gibt es dieses Einspruchrecht der, ich sag mal, der Fakten, die inzwischen gesichert sind, oder hat Fantasie, Imagination des Schriftstellers ein bleibendes Eigenrecht? Die Lektüre war eine echte Herausforderung. Ich zitiere eine bedeutende Stelle. Beugel hält sie fest in Arm, weil es richtig gut wird. Und noch einmal eine, wenn der Mosheit jenes schreit und hat und viel Gräser wie sonst, er wird Gräser, weil er gleich etwas zu schaffen kriegt. Wer wäre nach einer solchen Beschreibung nicht? Hallo Menschen, ich sitze jetzt hier wieder in meinem Auto. Es ist Samstagabend, ungefähr 18.30 Uhr oder so und die Messe ist für heute zu. Ich werde mich jetzt nochmal aufmachen zu einer der Veranstaltungen von Leipzig Liest und finde hoffentlich irgendwo auf dem Weg noch was zu essen, obwohl das ziemlich knapp wird. Ich kam heute früh sehr spät los erst bei mir zu Hause und noch viel später auf der Messe an, weil ich unbedingt meinen geheimen Parkplatz, der kostenlos ist, finden wollte und kein Navi hatte und 10.000 Mal um die Messe gefahren bin und einfach nicht die richtige Straße gefunden habe, aber irgendwann dann doch erfolgreich war. Der erste Messetag war insofern ein bisschen unkoordiniert. Ich habe schon zwei Veranstaltungen verpasst. Die dritte fiel dann leider aus und die andere habe ich mir anscheinend den falschen Ort ausgesucht, sodass ich dann halt 12 Uhr zu meiner ersten Lesung kam. Und dann nehme ich euch morgen wieder mit, wobei ich mal sehen muss, wie ich überhaupt die ganzen Videoclips koordiniere. Wir sehen uns. Morgen. Ich wollte nur mein tolles Hotelzimmer zeigen. Wow, diese Aussicht, dieses Riesenbett, dieser Meerblick. Thank you.
Was Sie gleich hören, ist unerhört. Manch Illusion wird hier zerstört. Der Wahrheit schauen wir ins Gesicht, die oft so manches Herz zerbricht. Der Phönix aber trotzdem leid. Er schwingt sich auf in neuem Kleid, lässt Schutt und Asche hinter sich und amüsiert sich. Ich musste anfangs sehr schwere Arbeit verrichten. Ich war eine Arbeitskolonne zugeteilt, in der wir den ganzen Tag Steine schleppten. Wir trugen sie von einer Seite des Weges auf die andere und am anderen Tag dann wieder. Versammelten Crème de la Crème des deutschen Comics reden, ein bisschen austauschen, auch vielleicht ein bisschen darüber reden, wie man sich so als Comiczeichner in dieser ehemaligen Manga-World-Welt fühlt oder ob das vielleicht eh alles zusammenwächst. Wir haben 5 der bestaussehendsten deutschen Comiczeichner in diese Runde eingeladen. Ich habe mir die Sprache aufgerissen beim Übersteigen des Stacheldrahtzauns. Sie hört nicht auf zu bluten. Blau-schwarzes Hemd, sagt sie. Blau-schwarzes Hemd der Marke Wolke hängt über uns und jemand bringt den letzten Zipfel aus. Wohlbehalten bei mir zu Hause angekommen nach 2 Messetagen und auch wenn der Samstag, wie ich ja schon erwähnt habe, ein bisschen unkoordiniert war, habe ich letzten Endes immer noch 14 Veranstaltungen, also Lesungen, Gesprächsrunden und sowas besucht und eigentlich auch alle Hallen mehr oder weniger intensiv angeschaut. Also traditionell gefallen mir halt Hallen 3 und 5 immer am besten. In der 3 sind diese ganzen tollen grafischen Dinge, also zum Beispiel Buchdrucksachen, dann stellen dort die Kunsthochschulen aus und es sind auch so Einzelpersonen, die dort ihre Bilder ausstellen. Und deswegen habe ich mich dann auch manchmal gar nicht so getraut, dort zu filmen, weil da sitzt jemand und hat sein Original im Hintergrund und ich komme mit meiner blöden Digicam und stelle das dann auf YouTube hoch. Ich weiß nicht, vielleicht traue ich mich das nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Und in Halle 5 stellen halt auch verschiedene Verlage aus, aber vor allem auch die unabhängigen Verlage und es gibt einen Gemeinschaftsstand für Comics und Graphic Novels, was ich ganz interessant finde. Und die letzte Halle ist eben Halle 1, wo ich sehr, sehr nostalgische Gefühle noch dazu habe. Das ist die Manga- und Comic-Convention, die da jetzt stattfindet. Und das war damals eben der Grund, warum ich überhaupt zum ersten Mal auf die Buchmesse gefahren bin. Und auch wenn es da inzwischen sehr, sehr viel Merchandise gibt, fanden auch dort einige Diskussionsrunden statt, was ich ganz nett finde. Und außerdem bin ich da auch noch so ein kleines Konsumopfer und kaufe mir ganz gerne überteuerten japanischen Süßkram bzw. Snacks. Allgemein wünschte meinen, dass ich dieses Jahr eine unglaublich gute Mischung aus eher so traditionellem Literaturbetrieb mit Lyriklesungen hatte und auf der anderen Seite eher so die Cosplayer, Comics und Mangas eben. Es gab auch einen unglaublich freundlichen Deadpool-Cosplayer, der sehr, sehr lange gewartet hat, bis ich in den Tiefen meiner Tasche endlich meine Kamera gefunden habe und ihn noch fotografieren konnte. Vielen, vielen Dank. Es war auch der einzige, den ich direkt angesprochen habe, weil bei anderen habe ich mich das noch nicht so richtig getraut. Es gab zum Beispiel einen wahnsinnig guten Iron Man Cosplayer, wo ich nicht weiß, wie der das höchstwahrscheinlich in seiner Freizeit hat herstellen können. Dieses Kostüm war atemberaubend. Und auch ganz tolle Assassin's Creed Cosplayer, die dann auch beim Fotoshooting so in Character geblieben sind und sich nicht einfach hingestellt haben, sondern so auf die Treppengeländer geklettert sind und posten, als ob sie gerade auf den Dächern der Stadt sitzen. Das war eigentlich ganz nett. Allgemein, was das Filmen betrifft, ich habe ja jetzt schon die Clips gesehen, die ich gedreht habe, ist ziemlich viel Schund dabei und auch vieles, wo man halt merkt, dass ich das sehr, sehr kurz erst mache und absolut nicht professionell. Und ich wollte dann aber auch nicht mich zum Beispiel vor andere Leute stellen, um ein gutes Bild auf den Autor zu kriegen. Und wenn ich halt irgendwo saß und dann waren Blumen im Weg, dann sind halt die Blumen im Weg. Vielleicht wird das nächstes Jahr noch besser, hoffentlich, oder bei der nächsten Gelegenheit. Ich hoffe, ihr habt ja trotzdem mal so erste Eindrücke gekriegt und vielleicht auch etwas wiederentdeckt, was ihr selber besucht habt. Oder falls ihr noch nie auf der Buchmesse war, haben euch vielleicht die Impression Lust gemacht, auch mal hinzukommen. Und wer von euch dort war, ich weiß eigentlich nur von Vincent von Handverlesen, dass er dort sein wollte,
kann man ja gerne mal schreiben, was ihr so besucht habt, ob ihr euch wiederentdeckt habt oder was eure Favoriten dort so waren an Ständen, an Verlagen, was euch am meisten gefallen hat oder was ihr besucht habt. Und wer nicht dort war, kann man gerne sagen, ob ihr Lust hat, ob es nur an der Entfernung liegt oder weil ihr arbeiten musstet oder sonst was. Und ob euch die Buchmesse eigentlich gefällt, weil im Großen und Ganzen fahre ich da wirklich immer gerne hin, auch wenn es sehr, sehr voll ist. Aber man kann sich ganz gut durchwursteln, wenn man eigentlich einen Plan hat und weiß, wo man hin will, was man sehen will. Dann kann man da auch viel rausholen, sage ich mal. Sonst bezahlt man ja nur Eintritt und läuft ein bisschen rum, aber wenn man Ziele hat und was hören will und so, dann lohnt sich das eigentlich. Also, dann erzählt mir was, ob ihr dort wart und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!